Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 670. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Und direkt zu Beginn muss ich einmal angeben, denn schaut mal hier. So, und 80 Gaming, auch dir schon vielen Dank, lieber 80 Gaming. Dankeschön. Oh ja, es ist passiert. Gronkh hat meinen Namen gesagt. Gronkh hat meinen Namen gesagt. Die genauen Umstände spielen keine Rolle. Ich habe ihm definitiv kein Geld gespendet und er hat sich nur dafür bedankt. Er hat meinen Namen gesagt. Das ist alles, was zählt. Er hat es zweimal gesagt. Okay, gut. Wollte ich nur mal kurz mit euch hier festhalten. Denn das ist natürlich ziemlich krass. Wenn wir bedenken, wie lange ich den schon gucke und dass dieses Format ohne ihn gar nicht existieren würde. So. Jetzt höre ich aber auch auf, weil er hat es nur gesagt, weil ich ihm eine kleine 2-Euro-Dono gegeben habe. Es ist jetzt nicht so, dass er mich kennt. Das Glück habe ich noch nicht. Aber ich habe die letzten Tage ziemlich viel bei ihm zugeschaut. Hab dann, was auch, ich muss mal ein bisschen fanboyen, okay? Ein bisschen fangirlen, könnte man schon sagen. Ich habe die letzten Tage so ein bisschen immer bei ihm zugeguckt, habe das einfach so nebenbei laufen lassen, weil es einfach so entspannend immer ist. Seine Stimme einfach ist so entspannt. Ich habe auch mir vorgenommen, bald mal wieder anzufangen mit den ganzen Minecraft-Folgen, die nochmal durchzugucken. Auf jeden Fall habe ich dann durchgeguckt und oder habe zugeguckt und habe dann vorhin irgendwas mal in den Chat geschrieben, eine Frage, wann er, weil er über damals die YouTube-Anfänge geredet hat, habe ich ihn gefragt, wann er denn von YouTube leben konnte. Und die Frage hat er gesehen und hat darauf geantwortet, relativ ausführlich. Habe ich direkt mal geklippt und als Video aufgenommen. Kann ich euch eigentlich... Ja, ich weiß nicht, darf man das recht... Egal, ich sage euch einfach, was er gesagt hat. Ihr habt ja gerade eben das gesehen. Ja, hat er mir relativ ausführlich beantwortet, hat so gesagt, im Grunde, dass er es nicht genau weiß, weil er halt noch andere Sachen am Anfang am Laufen hatte und dann irgendwann halt gemerkt hat, so, yo, YouTube Let's Plays laufen zu gut, warum soll ich da noch andere Sachen machen? Das ist die Zeit nicht wert. Und weil ich das so geil fand, dass er meine Frage beantwortet hat, Digga, weil das hat noch nie ein Streamer gemacht. Bei allen, die ich zugeguckt habe oder auf einen Kommentar geantwortet, auch, glaube ich, vielleicht ein, zwei Mal nur, habe ich danach dem einfach 2 Euro geschenkt und gesagt, ich gucke dich seit 12 Jahren, ich wollte einfach nochmal Danke sagen. Und darauf hat er sich dann bedankt. So, okay. Das waren 2-3 Minuten jetzt dieser Folge, aber das wollte ich einfach mit euch teilen, weil es hat mich sehr gefreut. Denn zum Beispiel habe ich schon mal bei Simon Unge eine Dono dagelassen. Damals, als der ein Seed für eine Welt brauchte, wollte ich ihm halt einfach helfen und ihm meine wundervollen Seeds ans Herz legen, damit er da halt schnell was findet und ich halt vielleicht dadurch einen kleinen Push kriege. Uneigennützig, wie ich nun mal bin, Kappa. Ne, man muss ja gucken, wo man bleibt. Auf jeden Fall hatte der da zwar auch eine Nachricht von mir gelesen, hatte aber, nachdem ich donated habe, gesagt, dass er keine Zuschauer-Seeds haben möchte, sondern einen eigenen finden möchte. Wo ich dann gedacht habe, toll. Und er hat halt auch meine Dono nicht vorgelesen. Weil Simon macht das, glaube ich, generell nicht bei jeder. Und Gronkh hat zwar meine auch nicht vorgelesen, aber hat die zumindest angesprochen und sich dafür bedankt. Und das freut mich natürlich. So. Ist ja auch immerhin, sollte man auch eigentlich. Also ich will Simon jetzt keinen Vorwurf machen, weil ich liebe ihn trotzdem. No homo. Aber, ja, weiß ich nicht. Ist natürlich schön, wenn man schon sein Geld dem gibt, auch wenn die eigentlich beide genug haben. Und die dann trotzdem zumindest Danke sagen. Aber ich glaube, bei Simon kommt da vielleicht auch noch ein bisschen mehr rein pro Stream, dass er gar keine Zeit hat, da immer drauf einzugehen. Aber ist auch egal, wie gesagt. Ich mache ihm keinen Vorwurf. Aber wollte ich euch trotzdem alles mal so mitteilen, weil ich das sehr interessant fand. Oder ich glaube, weil ihr das vielleicht auch interessant fänden könntet oder cool, wie auch immer. Apropos interessant und cool, aber dieses Wochenende war D23. Das große Disney-Event. Und Disney hat natürlich noch ziemlich viele andere Sachen, die dazugehören. Haben wir, glaube ich, auch gestern schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber heute kamen die ganzen großen Nachrichten zu Star Wars und Marvel und Indiana Jones 5. Aha.
Da gab es wohl einen kleinen Teaser. Harrison Ford war sogar da und hat wohl auch fast geweint. Und er soll wohl auch wirklich gut werden, hat er gesagt. Nicht so wie Teil 4. Teil 4 ist auch schon so alt, überleg mal. Aber gut, darum geht es nicht wirklich. Es geht mehr um Marvel. Bei Marvel war ziemlich viel. Leider nicht viele Trailer für die Öffentlichkeit, sondern es gibt nur einen mit Secret Invasion mit Nick Fury. Mega geil, habe ich richtig Bock drauf. Und einen für Halloween, für ein Halloween-Special. Und den Trailer konnte ich mir noch nicht mal bis zu Ende angucken, weil ich den so gruselig fand, weil ich ein absoluter Schisser bin. Das wisst ihr, glaube ich, aber auch über mich. Auf jeden Fall kommt wohl an ungefähr an Halloween oder irgendwann im Oktober wohl so ein kleines Halloween-Special raus, was auch, meine ich, im MCU spielt, aber jetzt nicht wirklich wichtig für die Story ist. Also wenn ihr jetzt keine Horror-Fans seid, dann müsst ihr das nicht gucken. Glaube und hoffe ich. Wenn ich so oft, wie wir hier über sowas reden, habe ich echt schon mal überlegt, ob ich vielleicht einfach einen Filmkanal mal eröffne, wo ich die ganze Zeit nur über so Sachen rede. Weil ich meine, ich bin da ja schon relativ tief drin in der Materie. Weiß ich aber nicht, ob ich da wirklich Bock drauf habe, das fest zu machen, als festes Format, einmal die Woche oder was auch immer. Habe ich eigentlich generell bei kaum was. Ich mag generell so Verpflichtungen nicht, zu wissen, dann und dann an einem bestimmten Zeitpunkt muss ich das und das auf jeden Fall machen. Ich hasse das. Ich bin auch im Moment halt, wie gesagt, öfter mal auf Twitch, meistens halt bei Gronkh, und dann denkt man halt schon mal darüber nach, so, yo, ist halt doch schon chillig, wenn man das so sieht, so, was die Leute da auf Twitch so machen, ist halt an sich schon cool. Und manchmal denke ich mir dann halt auch wieder, es wäre schon cool, das auch selber zu machen. Aber dann denke ich mir im gleichen Atemzug auch wieder, dass jedes Mal, als ich es bisher gemacht habe, das Streamen, war es jedes Mal scheiße und ich habe es nach ein paar Wochen abgebrochen. Aber da war halt dann auch oft, beziehungsweise jedes Mal so der Punkt, irgendwann, dass ich diese feste Zeitplanung hasse. Dass ich zum Beispiel jedes Mal halt feste Streamtage die Woche hatte, was ja auch besser ist für die Zuschauer. Aber das hat mich halt immer sau gestresst, weil wenn ich an dem Tag vielleicht keinen Bock habe oder irgendwas anderes gerne machen würde, ich aber sage, dass ich da streamen werde, muss ich ja dann irgendwie streamen und dann ist es schon wieder mehr eine Pflicht und dann ist es nicht mehr geil und dann nervt es mich und dann mache ich es nicht lange. Deswegen, das ist halt genau derselbe Punkt wie bei den, bei diesem Format jetzt, was ich gerade meinte mit den Filmen. Das Einzige, wo mich das halt wirklich nicht nervt, ist hier, weil hier das ist halt so schon in der Routine drin und das mache ich ja jetzt auch schon so lange. Ich habe heute Morgen mal so überlegt, in weniger als einem Jahr haben wir die 1000. In ziemlich genau 11 Monaten, also nächsten August, haben wir die Folge 1000 erreicht. Und das fühlt sich nicht so an. Es fühlt sich auch nicht so an, als wären wir bald bei 700. Aber gut. Ich hätte die anderen Spinnen auch töten sollen, dann gibt's Fäden, wir brauchen Fäden. Ja, egal. Jetzt haben wir zumindest einen. Wow. Ja, es tut mir leid, dass wir heute nicht so wirklich was Spannendes machen. Aber ich muss mir halt immer noch was überlegen mit den scheiß Korallen. Und bis wir das haben, können wir nicht wirklich weiter mit dem Tunnel bauen. Ich hatte jetzt aber auch nicht wirklich den Plan oder einen Plan dafür, was wir hier weitermachen könnten. Weshalb wir jetzt heute einfach mal so gar nichts wirklich gemacht haben. Aber das hier ist auf jeden Fall zu lang. Die nehmen wir uns und dann machen wir, glaube ich, so. Und machen da schon mal den String drunter. Das finde ich gut. Das hier finde ich allerdings nicht gut. Die sind zu nah aneinander. Packen wir die lieber noch hier. Okay. So. Wundervoll. Ich habe noch irgendwo ein bisschen Kohle. Dann leuchten wir da hinten zumindest noch ein Stück weiter aus. Dann haben wir auf jeden Fall irgendwas geschafft. Hier ist es. Und ich muss euch ja noch erzählen, was für einen Film ich geguckt habe. Auch wenn es euch, glaube ich, logisch sein sollte, was ich geguckt habe. Und zwar habe ich, wie könnte es anders sein, nochmal Spider-Man No Way Home geguckt. Ich weiß nicht, habe ich das schon gesagt? Nein. Glaub nicht. Auf jeden Fall, da kam ja jetzt so eine Extended Version raus. Mit 11 Minuten mehr. Und da das immer noch
der beste Film ist, den ich je geguckt habe, oder der coolste Film, den ich je geguckt habe. Habe ich mir gedacht, komm, 11 Euro drauf geschissen. Was sind 11 Euro? Dafür mache ich das sehr gerne. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, 3 Stunden dafür zu brauchen, weil ich nicht gedacht habe, dass der Film so lang geht. Da war ich etwas verwirrt, aber von Parkhaus bis wieder Parkhaus waren 3 Stunden um. Checke ich immer noch nicht ganz, wie das geht, aber ist ja auch egal. Ich hatte eh nichts anderes vor, also YOLO. Aber war sehr nice. War aber halt auch so, es hieß ja The More Fun Stuff Version oder so. Ja, genau, komischer Name. Aber es war halt wirklich so, das war halt alles, was da noch dazu kam, oder fast alles, war halt wirklich auf witzig einfach nur angelegt. Und auch manche Sachen, da wusstest du auch schon, oder da hattest du das Gefühl, als die gemacht haben, wussten die schon, dass das nicht in den fertigen Film kommt. Einfach weil das so wenig der Story bringt, aber halt einfach nur lustig ist. Aber ist halt auch irgendwie cool so. Und war halt auch cool, das zu sehen. Aber es war auch wieder überhaupt nicht cool zu sehen, wie viele Leute es immer noch nicht checken, bis zum Ende sitzen zu bleiben, um die Post-Credit-Scene zu gucken. Ich verstehe es nicht. Also nach 15 Jahren Marvel-Filmen muss man das doch mal irgendwann verinnerlicht haben, dass man da sitzen bleibt, bis die scheiß Synchronsprecher aufploppen. Also nicht, die sind nicht scheiße, aber die kommen halt am Ende. So. Das muss man doch irgendwann mal checken. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Die 3/4 des kompletten Kinos sind gegangen. Dann. Bevor da das wirkliche Ende war. Das fand ich super hohl. Also, ich meine, ja, es war nichts Besonderes. Du hast jetzt nichts verpasst. Aua. Aua wahrscheinlich. Du hast jetzt nicht wirklich was verpasst, wenn du es nicht gesehen hast. Aber du gehst dahin, um neue, ungesehene Szenen zu sehen, die sehr wahrscheinlich witzig sind bei dem Namen. Und gehst dann aber, bevor du alle deine neuen Szenen, die sehr wahrscheinlich witzig sind, gesehen hast. So, wo ist da die Logik? Verstehe ich nicht. Was aber ziemlich geil war vorher, war der Black Panther Trailer auf einer Kinoleinwand, weil den habe ich zwar an sich schon gesehen, aber halt hier nur auf so einem kleinen Bildschirm. Und das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, wenn du den auf einmal mit Kino-Lautsprechern und Kino-Leinwand siehst. Das ist nochmal deutlich geiler, ne, muss ich sagen. Und da bin ich auch super hyped drauf. Die haben wohl bei D23 auch noch ein paar neue Szenen gezeigt, aber halt auch nicht der Öffentlichkeit, sondern nur die da waren. Das ist auch sowas, da würde ich später, wenn ich es mir finanziell leisten kann, super gerne jedes Jahr hin. Genau wie die Star Wars Celebration Live. Da würde ich gerne jedes Jahr hin. Und natürlich auch gerne mal zu ein paar Formel 1 Rennen. Zum Zeitpunkt jetzt, wo ich die Folge aufnehme, haben wir ja noch Samstag. Aber zum Zeitpunkt, wo die Folge morgen rauskommt, war das Rennen ja immer noch nicht, deswegen brauchen wir dann nicht wirklich drüber reden, weil keiner von uns weiß bisher, wie es ausgegangen ist. Ich gehe aber mal von einem Verstappen-Sieg aus, weil was passiert dieses Jahr bitte anders, als dass Verstappen gewinnt, egal von wo er startet. Wenn er von 14 gewinnt, dann gewinnt er auch von 6 oder wo er jetzt startet, von daher. Ja, nicht so geil, aber gut. Ist nur geil, wenn man Holländer ist. Aber ich werde es mir natürlich trotzdem angucken. Und ich werde euch dann morgen in der Folge sagen, wie ich es fand. Und wenn Verstappen gewinnt, fand ich es wahrscheinlich nicht so geil. Aber mal gucken. Gibt ja auch noch andere Leute, die ich gerne wiegen sehen möchte oder sehen möchte, wie die sich schlagen. Von daher, ja. Da wird schon irgendwas dabei sein. So scheiße wie Spa wird schon nicht werden. Weil Spa war echt kacke. Weil Lewis halt einfach nach 2 Kurven aus war. Das ist halt einfach doof. So, dann ist dein Lieblingsfahrer so der Hauptgrund, warum du den Müll guckst. Also nicht Müll, aber warum du das Ganze guckst, ist nach nicht mal 2 Minuten raus. Dann denkst du dir auch, tue ich mir davon jetzt noch 1,5 weitere Stunden an? Habe ich gemacht, hat sich nicht gelohnt.
Obwohl, ich habe es nicht mal komplett gemacht. Ich habe irgendwann einfach angefangen, ein GeoGuessr-Video weiterzuschneiden, weil mir das wichtiger war, dass das an dem Tag noch rauskommt. Aber gut, wie dem auch sei, wir haben hier ein bisschen weitergemacht. Ich weiß gar nicht, wovon mache ich jetzt bitte das Thumbnail? Schwierig. Wie wär's damit? Komm, das sieht ganz cool aus. Warte. So. Na, mach die Flamme da unten weg. Zack, okay. Gut, wenn es euch gefallen hat, gerne Like und ein Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.